Der MSCI Emerging Markets Index, das ist der Schwellenländerindex. Wenn man anfängt, sich mit den Emerging Markets zu beschäftigen, stößt man fast immer unwillkürlich auf diesen Index. Und dementsprechend fragen sich natürlich viele Anleger auch, ob es sinnvoll ist, in diesen Index zu investieren, über einen ETF zum Beispiel. Und die Frage stellen wir uns heute auch. Schauen wir uns diesen wichtigen Index mal genauer an und damit willkommen bei Zukunftsmärkte. Warum macht jemand zweimal das gleiche Video? Die Frage könnte man sich stellen heute. Ich habe das gleiche Thema nämlich schon mal gemacht. Das war vor 1,5 Jahren ungefähr. Und heute geht es aber trotzdem nochmal um den MSCI Emerging Markets Index. Und das hat zwei Gründe. Erstens, das Video, das erste Video, das war in der Anfangszeit von Zukunftsmärkte. Das haben viele nicht gesehen. Viele kennen es wahrscheinlich auch gar nicht. Und zweitens ist es aber auch so, dass ich mir das Video jetzt selbst nochmal angesehen habe und feststellen muss eigentlich, dass ich nicht so ganz zufrieden bin mit dem ersten Video von damals. Ich glaube schon, dass das ein ganz guter Einstieg war. Das war nicht falsch, was ich da erzählt habe damals. Aber ich würde diesmal ein bisschen konkreter werden eigentlich noch ganz gern. Auch vor dem Hintergrund, dass ich mich ja teilweise zu ETFs auch relativ kritisch geäußert habe in letzter Zeit. Das würde ich jetzt in die Thematik auch ganz gern nochmal einordnen. Und es ist ja seitdem auch einiges passiert. Es ist ja an den Märkten auch weitergegangen. Und auch das muss mal eingewertet werden. Und darum heute eben nochmal die Frage nach dem MSCI Emerging Markets Index und entsprechende ETFs darauf, ist das ein gutes Investment? Nochmal ein paar Grundfakten zunächst. Der MSCI Emerging Markets Index, der wird zusammengestellt vom Indexanbieter MSCI. Das ist ein sehr großer Indexanbieter aus den USA. Und enthalten sind momentan 1410 Einzelaktien, Stand Ende November. Also sehr viele Aktien aus 26 Ländern. Das sind Länder, die von MSCI als Emerging Markets klassifiziert werden. Und da haben wir dann auch jeweils Marktschwergewichte und drin. Und dadurch deckt eben MSCI eigenen Angaben zufolge 85% der jeweiligen Marktkapitalisierung in diesen Ländern basierend auf dem Free Float ab. Und das ist natürlich wirklich ganz ordentlich. Man kann also sagen, dieser Anspruch, dass damit die Emerging Markets so mehr oder weniger abgedeckt werden, dass die Entwicklung dieser Börsen auch abgedeckt wird, der wird mit diesem Index erfüllt eigentlich. Und das ist ja auch für viele Anleger schon das Entscheidende. Also viele sagen ja auch, ich will in erster Linie breit streuen, ich will diversifizieren, ich will viele Märkte abdecken. Und wenn das der Hauptgedanke ist, dann ist ein ETF auf den MSCI Emerging Markets Index natürlich ein sehr gutes Instrument. Man deckt damit ja viele Börsen breit ab. Was ein weiteres Motiv sein kann für den Index. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ein Anleger sagt, ich halte die Schwellenländer für sehr wichtig und ich will da auch auf jeden Fall präsent sein. Ich will mich damit jetzt aber nicht im Detail beschäftigen. Und das ist auch legitim. Und auch in den Fällen wird es dann oft drauf rauslaufen, dass man eben in den MSCI Emerging Markets Index investiert. ETFs auf diesen Index gibt es ja auch von fast jedem Anbieter. Also im Prinzip alles ganz sinnig, aber schauen wir uns konkret mal an, wie es gelaufen wäre. Das ist der MSCI Emerging Markets Index auf 10 Jahre in US-Dollar. Letzte Woche habe ich den Chart auch schon gezeigt. Das ist nicht so berauschend. Also wir sehen da schon einiges an Bewegung. Das war auch ein Auf und Ab die letzten 10 Jahre. Aber unterm Strich, da hat sich nicht so viel getan. Der Index ist in 10 Jahren jetzt unterm Strich 8% im Plus.
Ist natürlich willkürlich gewählter Zeitabschnitt. Es hat vorher, also in 2009, direkt gleich nach der Finanzkrise einen starken Anstieg gegeben. Das war ja bei fast allen Börsen so. Aber nehmen wir mal an, Sie hätten jetzt wirklich vor 10 Jahren direkt investiert in den MSCI Emerging Markets Index. Dann wären Sie jetzt in Dollar nur 8% im Plus. Man kann also fast schon sagen, dass es ein verlorenes Jahrzehnt gewesen ist für die Anleger. Und umso bitterer ist das Ganze ja, weil anderswo auf der Welt die Börsen ja stark gestiegen sind in der Zeit. Also hier das Ganze mal im Vergleich, auch 10 Jahre. In Blau der MSCI Emerging Markets Index, Orange MSCI World Index und Grün der MSCI USA Index. Und die Grafik hier, die ist direkt von der Homepage von MSCI. Da kann man sich selber so Vergleiche zusammenbasteln. Und das ist eine ziemlich interessante Sache. Und wir sehen es hier aber ganz klar. Der MSCI Emerging Markets Index, der hat sich so gut wie nicht bewegt. MSCI World, den können wir jetzt mal so als Weltdurchschnitt nehmen. Der hat sich in der gleichen Index fast verdoppelt. Und US-Aktien, das ist ja auch bekannt, US-Aktien sind enorm gestiegen die letzten 10 Jahre. Da haben wir einen Plus von 180%. Und der Schwellenländerinvestor, der in diesen Schwellenländerindex investiert hat, der sitzt aber daneben und hat fast nichts verdient in der Zeit. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass alle Schwellenländer uninteressant gewesen wären. Es gab da natürlich auch viele, die gut gelaufen sind in der Zeit. Also hier haben wir zum Beispiel den MSCI Philippines, der hat sich durchaus verdoppelt die letzten 10 Jahre. Und hier der MSCI Thailand Index, auch mehr als verdoppelt sogar die letzten 10 Jahre. Und da gibt es noch etliche Beispiele. Es ist jetzt also nicht so, dass alle Schwellenländerbörsen immer gleich laufen würden, dass die parallel laufen würden. Emerging Markets ist ja auch nur ein Sammelbegriff. Das sind Länder, die höchst unterschiedlich sind. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel auch die letzten 10 Jahre nur in Asien investiert hätten, Sie hätten Lateinamerika und Osteuropa beispielsweise weggelassen, dann wäre es auch schon deutlich besser gelaufen. Nur mal zur Veranschaulichung. Es ist aber inzwischen so, es ist so, der MSCI Emerging Markets Index, der ist so wichtig geworden, dass er schon fast ein Synonym geworden ist für die Emerging Markets. Und dadurch kommen eben viele bei der Betrachtung zu dem Ergebnis, dass die Schwellenländer an sich irgendwie tot sind, dass da nichts mehr passiert, dass da nichts mehr geht. Ich meine, es ist sowieso klar, Schwellenländer sind relativ aus der Mode. Das hat auch Vorteile. Also vor 15, 20 Jahren zum Beispiel, nehmen Sie das mal, da waren die Schwellenländer noch der letzte Schrei. Wenn das heute auch noch so wäre, dann wären die wahrscheinlich jetzt sehr hoch bewertet. Sind sie aber nicht. Das könnte uns auf die Idee bringen, dass sie vielleicht doch wieder ganz interessant sind. Abgesehen davon, wenn es jetzt auch noch so wäre wie vor 15, 20 Jahren, diese Euphorie damals für Schwellenländer, dann gäbe es jetzt wahrscheinlich 100 YouTuber hier, die sich nur um die Emerging Markets kümmern würden. Und das ist aber auch nicht so. Es gibt im Grunde mich und dann gibt es noch drei, vier andere Verrückte, was an sich ja für mich sehr positiv ist. Es ist aber auch an sich vielsagend vom ganzen Sentiment her, wenn man sich mal vor Augen hält, wie stark sich die Leute eigentlich schon mal interessiert haben für die Schwellenländerbörsen und wie wenig sie das heute aber tun. Und ja, in dem Zusammenhang natürlich auch mal schön, dass Sie dabei sind, was mich ja sehr freut. Es gibt nicht mehr so viele, wobei die Emerging Markets Fans jetzt auch wieder mehr werden, zumindest hier auf dem Zukunftsmärkte-Kanal. Und das ist natürlich auch Ihnen zu verdanken. Herzlichen Dank mal dafür. Aber halten wir auf jeden Fall fest auch, der Index bildet die Schwellenländer gut ab. Das haben wir festgestellt. Es geht aber auch einiges unter, was normal ist bei der Größe. Es liegt aber auch an den Gewichtungen. Das hier ist die Ländergewichtung. Da sehen wir sehr viel Blau. Blau ist China. Der China-Anteil in dem Index, der ist bei über einem Drittel momentan, nämlich 34%. Und das ist im Vergleich zu letztem Jahr sogar noch mehr geworden.
Das ist gerechtfertigt. China ist nun mal der größte Markt in den Schwellenländern mit Abstand. Es gibt in China auch unglaublich viele börsennotierte Unternehmen mittlerweile schon. Das passt insofern. Aber man muss sich darüber klar sein, das muss man immer, der MSCI Emerging Markets Index ist stark China-lastig. Und das war zumindest die letzten paar Jahre eher schlecht. Kann sich auch wieder ändern, was China betrifft. Die Konstellation ist wieder interessant, gerade was den Handelskonflikt betrifft. Zu dem Thema komme ich aber gleich noch. Also der Index ist per se mal China-lastig. Dann haben wir als andere Schwergewichte in dem Index jetzt noch Taiwan, Südkorea, Indien, Brasilien. Die sind auch noch relativ herausgehoben, vielleicht auch schon ein bisschen zu sehr herausgehoben, weil alles andere, das ist dann eben schon unter ferner Liefen. Das sind dann hier in Grau die restlichen 26%. Der MSCI Emerging Markets Index, wie gesagt, sehr wichtig. 2 Billionen Dollar an Anlegergeld orientieren sich direkt an dem Index. Was zum Beispiel auch heißt, wenn da umgewichtet wird, wird auch viel Geld bewegt an den Märkten. Es gibt dann auch immer diese Spielchen, die kennen Sie wahrscheinlich, also im Vorfeld von solchen Umschichtungen. Letztes Jahr ist zum Beispiel Pakistan neu reingekommen, dieses Jahr inlandschinesische Aktien. Da wird dann auf dem Markt drauf spekuliert, dass diese Länder eben reinkommen in den Index oder Einzelaktien. Das heißt, solche Aktien steigen dann natürlich auch schon im Vorfeld oft. Und diejenigen, die dann aber nur im Index investiert sind, die investieren in diese Aktien oder in diese Länder auch dann immer erst, wenn sie schon stark gestiegen sind. Das ist ein Problem bei allen großen Indizes. Man ist einfach in solchen Fällen auch erst relativ spät dran. Und das gleiche bei Schwergewichten. Also hier haben wir Top 10 Positionen im Index. Am stärksten gewichtet ist jetzt Alibaba. Alibaba steht allein für 5,8%. Letztes Jahr war noch Tencent ganz oben. Tencent ist jetzt aber gefallen mittlerweile. Alibaba ist gestiegen. Letztes Jahr war zum Beispiel auch Baidu noch unter den Top 10. Die sind dann aber auch gefallen. Dafür haben wir aus Indien jetzt Reliance und Housing Development ganz oben mit dabei, weil sie eben auch stark gestiegen sind im Jahresvergleich. Und auch darin sehe ich ein gewisses Problem. Wenn ich also in den Index investiere, dann investiere ich in solche Aktien am meisten immer dann, wenn sie natürlich schon gestiegen sind, wenn die Unternehmen eben schon riesig sind. Und auf dem Weg dahin, also während dieses ganzen Aufstiegs, da investiere ich natürlich als Indexinvestor weniger oder gar nicht in diese Unternehmen. Ich komme also als Indexinvestor immer erst dann, wenn sie schon ganz groß sind und wenn sie ganz oben sind. Das ist bei allen Blue Chip Indizes so, wie gesagt, das kann man den Anbietern ja auch nicht vorwerfen. Die Anbieter machen ihren Job, die bilden den Markt ab, das sollen sie ja auch. Aber als Anleger kann mich das Performance kosten. Ich komme im Prinzip immer zu spät. Ist natürlich ein sehr theoretischer Gedanke. Wenn ich jetzt aktiv rangehe, als aktiver Anleger, müsste ich diese Aktien auf diesem Weg nach oben ja auch erstmal finden. Das ist auch nicht so einfach. Wenn ich das schaffen würde, würde ich den Index vielleicht schlagen. Die meisten Anleger schlagen den Index nicht. Das wissen wir auch, weil es eben auch nicht so einfach ist. Aber trotzdem, für mich persönlich spielen solche Gedanken eine Rolle. Ich mag solche Indizes nicht so gern, weil ich es erstens nicht so mag, wenn passiv investiert wird, also wenn Aktien eben vorgegeben werden, wenn die Gewichtung vorgegeben ist. Habe ich ja auch schon sehr deutlich gemacht in meinem letzten Video, dass da hieß, ETFs schlimmer als Sozialismus? Fragezeichen, so hieß der Beitrag. Und das Zweite dann eben auch natürlich, dass ich bei solchen Indizes eben immer das Gefühl habe, ich werde dadurch ein bisschen übervorteilt, dass ich zu spät komme und dass ich zu teuer kaufe. Und letztlich habe ich dann auch immer das Gefühl, das wüsstest du selbst doch besser. Dieses Gefühl heißt noch längst nichts. Man kann furchtbar daneben liegen, ist auch klar. Die Erfahrung machen wir auch immer wieder als aktive Anleger. Aber wenn man schon Überzeugungen hat, will man die eben auch umsetzen. Und dadurch würde ich jetzt eben sagen, alles in allem,
Der Index, der MSCI Emerging Markets Index, er ist wahrscheinlich kein schlechtes Investment, mittelfristig, langfristig, gerade vor dem Hintergrund dieser Underperformance, die wir gehabt haben in den letzten 10 Jahren. Ich glaube nicht, dass sich diese Underperformance wiederholt, nochmal, weil so schlecht stehen die Emerging Markets eigentlich nicht da, dass sie jetzt nochmal 10 Jahre zurückbleiben müssten hinter allen anderen Börsen. Ganz im Gegenteil, ich halte eigentlich in den nächsten 10 Jahren eine Outperformance für halbwegs wahrscheinlich. Die Fundamentaldaten sind vorteilhaft, die Bewertungen sind jetzt eben niedriger im Vergleich zum Rest der Welt. Also wir haben hier bei den Emerging Markets eben einen Durchschnitts-KBV, Kurs-Buchwärts-Verhältnis von 1,6. Beim MSCI World ist es schon bei 2,5, also deutlich höher. Dann das Durchschnitts-KGV beim Emerging Markets Index ist ungefähr 14 für dieses Jahr, 12 für nächstes Jahr. Und beim MSCI World ist es aber für dieses Jahr 20 und für nächstes Jahr auch fast 17. Also auch da viel teurer, und auch die Dividendenrendite knapp 2,8% in den Emerging Markets, beim MSCI World 2,4% knapp. Also wer einfach streuen will, wer einfach auch irgendwie präsent sein will in den Schwellenländern, für den ist der Index wahrscheinlich kein schlechtes Investment. Aussichten sind okay. Es ist aber letztlich nichts, was mich wirklich vom Hocker hauen würde. Weil, wie gesagt, wir haben einfach diese langjährige Underperformance der Emerging Markets. Das heißt, wir haben eben auch an vielen Stellen wirklich Chancen. Wir haben in den Emerging Markets Unternehmen mit einem starken Wachstum. Wir haben auf der anderen Seite teilweise eben auch sehr niedrige Bewertungen. Und wir haben auch teilweise Firmen mit Dividendenrenditen von 7, 8, 9%. Also was immer man sucht, man kann in den Emerging Markets mit Einzelaktien durchaus fündig werden. Nur in dieser breiten Abdeckung, in diesem Index, da sind die dann eben nicht wirklich so aufzufinden. Das ist dann eben nicht so einfach, weil es auch in den Emerging Markets Schwergewichte gibt, die relativ langweilig sind. Und dadurch geht das, was für den einen oder anderen wirklich attraktiv sein könnte, unter. Und darum wieder mal meine These, es lohnt sich eben, sich auch mal Einzelaktien anzuschauen in den Emerging Markets. Ich kann Sie dazu nicht zwingen, aber wenn Sie die Zeit haben, wenn Sie die Muße haben, gehen Sie auch mal ins Detail. Es kann sich wirklich lohnen. Manchmal sind die Schwellenländer Börsen eben auch wirklich Börsen für Stockpicker. Und Infos und Ideen dazu, die gibt es ja von uns. Also ich kann Ihnen zum Beispiel ganz konkret natürlich anbieten unseren Zukunftsmärkte-Report, der auch gratis ist, selbstverständlich. Der nächste Report, der rausgeht, da geht es um China. Handelskonflikt hat ja speziell China-Aktien unter Druck gebracht. Aber jetzt im Moment, wo ich dieses Video mache, Freitagabend 20 Uhr, da sieht es ja tatsächlich so aus, als hätten wir da jetzt wirklich so einen ersten Befreiungsschlag. Das ist für alle Börsen interessant, aber es ist natürlich für die Aktien aus China, die direkt gelitten haben unter dem Handelskonflikt, ist das natürlich besonders interessant. Und davon stellen wir nochmal ein paar vor in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report. Und für die müssen Sie sich eben auch nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gleich eintragen, dann kriegen Sie auch unsere China-Empfehlungen. Und in diesem Sinne, alles Gute, viel Erfolg bei der Geldanlage, bleiben Sie dran, bleiben Sie auch bei uns dran, und nochmals natürlich herzlichen Dank fürs Zuschauen.